Hallo, 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 hallo. Hier ist wieder die Iris Riedel von Unique by Iris. Und wir machen heute Palette 9. Ist ja irgendwie mein neuer Liebling. Und suche uns da was aus. Und rote Lippen. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich trage eigentlich eher rosa oder braun oder so an der Lippe, nicht rot. Also da muss ich schon Lust dazu haben und heute ist so ein Tag, auch weil Freitag ist. So, wir nehmen wieder die pflegende Puderfoundation. Mir haben die Bilder gestern so gefallen. Also die Falte war irgendwie wie weich gezeichnet auf dem Foto und das ist natürlich toll. So, ihr habt hier so einen Puppenmechanismus, nicht zu viel. Vielleicht ist das jetzt wieder zu viel. Ich habe gestern. Schön überall im Gesicht verteilen. Halt wieder Pflegerinnenwechsel. Ist auch immer Aufregung und so. So, mir lasse jetzt diesen Primer einziehen. Der gibt Feuchtigkeit. Die Puderfoundation ist pflegend. Hier guck mal. Uhr, damit man wenigstens etwas einen Richtwert hat. Man merkt es auch, aber so, die Puderfoundation ist in so einem Etui mit Spiegel. Hier ist ein Schwämmchen, das fährt aus. Oder wenn ich zumache, fährt es wieder ein. Und die pflegt sehr, also die trocknet die Haut gar nicht aus. Deswegen ist die auch was für ältere Damen, weil Puderfoundation finde ich. Also habe ich bis jetzt immer mit Vorsicht betrachtet, weil ich gedacht habe, ja, das mattiert zu sehr ab, aber die pflegt wirklich und trocknet auch nicht aus. Wir haben den Primer auftrage, lasse den schön einziehen. Also ich lasse ihn meistens 5 Minuten, vielleicht aber 2, 3. Ihr merkt es, wenn er hinlangt und es klebt nicht mehr. So lang nütze mir natürlich, typisch weiblich, die Zeit und biege die Wimpern. So. Ich gucke da noch manchmal nach unten. Ich sehe, ob man sieht. So. Zu rote Lippe mache ich heute auch kein rosanes Rouge. Passt ja nicht, sondern mehr so orange. Mir lasse noch der Primer einziehe. Und ich biege dann immer so lang meine Wimpern oder mache irgendwas anderes. So. Puderfoundation, also ich habe gestern dann die Fotos gemacht. Ich mache immer die Fotos vom fertigen Look nach dem Video und habe echt gedacht, ja, die sieht eigentlich schon gut aus. Die ist ja auch sehr vielseitig. Ihr könnt die nur zum natürlichen Look benutzen. Zwar, es kommt auf den Pinsel an. Mit diesem Pinsel und ein richtig deckender Look ist mit so einem Puderpinsel. So. Primer, nee, er klebt noch etwas, deswegen warte mir. Gucke so lange die Palette 9 an, die ist sehr vielseitig und ich bin ja heute mit Braun. Hab dann gedacht, mir könnte. Also die Farbe passe alle zusammen. Diese Reihe nach links unten. Und ich würde fast sagen, wir nehmen, das ist mein Lieblings, Appreciative, dieses aufs ganze Lid und die Reihe. Genau. So, das probieren wir aus heute. So, fange jetzt mal mit dem Natürlichen. Ich mache jetzt mal diesen Pinsel. Auch immer abklopfen. Also ganz natürlich, ich muss euch sagen, in den meistens der Puderpinsel. Und was ich vergessen habe, Concealer. Concealer macht man bei Puderfoundation oder ich mache das drunter. Das machen wir jetzt auch. Organza. Ja, halt war. Scarlet. In die Augenringe. Wegzumachen. Das macht jetzt aber gar nichts. Das ist der Concealer. Mal
jetzt erstmal hier so Tränensäcke. Wenn ich meine Brille auf habe, sieht man es nicht. Das verblende mir jetzt einfach in ein Dreieck. In ein sogenanntes Lichtdreieck. So. Mache ich nochmal, also wenn man da zu viel benutzt, kann man da leicht das Gegenteil erzeugen. Nämlich, dass es sich in die Falte reinsetzt und dass man dann noch viel mehr Aufmerksamkeit darauf legt. So, ganz schnell verblende. So, seht ihr, jetzt sieht man hier so eine helle Spur. Hier nochmal. Schon noch was zum Abdecken. Hier lasse ich das ein bisschen antrocknen, so. Und verblende das dann auch. Aber mehr so eher tupfend. So. So, und jetzt machen wir die Foundation. Das ist die Hälfte echt. So. Machen die immer von der Mitte schön nach außen. Aber wie gesagt, das ist der ganz natürliche Look, wenn man vielleicht sich abmattieren will. Und ich mache das Stärkere mit diesem Puderpinsel. Man sieht total den Unterschied. Ich fahre da auch über meine Augen, weil wie gesagt, diese Foundation ist pflegend. So. Sieht irgendwie noch hell aus, oder? Aber kein Problem. So. Dann machen wir Rouge. Zwar Sappel heißt es, genau. So orange, mal mit so einem runden Pinsel. Nicht, kommt es vom Licht? Kommt mir fast eine Seite heller vor. So. So, wir nehmen Augenprimer auch. Also die Lidschatten hält dann länger. Ich kann mal zeigen, machen wir hier auf mein. Lass etwas einwirken. Und machen wir hier Lidschatten. Dunkle. Seht ihr? Die hier oben ist mit Primer. Die Farbe kommt viel besser raus. Also hier ist Primer und hier unten ist ohne Primer. Die Farbe hält länger auf den Lidern und der Primer ist auch dafür gut, um kleine Unebenheiten auszugleichen. Denkt da immer an so, auch beim Gesichtsprimer, an eine Leinwand, die ein Maler bearbeitet, bevor er anfängt zu malen. Also Grundierung praktisch. Um alle Unebenheiten und alles rauszubekommen. So. So. Dann mache ich jetzt das Appreciative. Auf dem gesamten bewegliche Lid.
Pinsel weg. So. Braucht so wenig und lässt sich so toll auftragen. So. Das ganze Bewegliche, manche machen bis hier hoch. Ich auch. So. 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 Jetzt nehmen wir mal die mittlere Farbe, um diesen Bogen zu machen. Diese sogenannte Banane. Pinsel, Pinsel, Pinsel. Gerade eben habe ich doch noch einen. Ich schaue immer erst so bis hier. So, es gibt dem Auge Tiefe. So. Hat irgendwie was Meditatives, Schminke. So, jetzt verblenden wir dieses miteinander. Ist ja matt. Wie heißt es? Bashful. So. So, dann machen wir aber noch ein bisschen so einen Abschluss. Und wir nehmen die dunklere Farbe, um einen Akzent zu setzen. So. Pinsel, Pinsel, Pinsel. Den. So eine Meter gern. Das ist so trocken. Wenn man zwischendrin den gleichen Pinsel braucht, kann man denn. Ersetzt natürlich nicht die Reinigung, aber. So. So, und jetzt möchte ich hier einen Akzent setzen. Diesen Braun. So, hier auch. Wie so V, versteht er? Hier ein Schenkel und hier ein Schenkel. So. So. Wird ebenfalls verblendet. So. Ich liebe einfach diese Palette. So, und wenn ihr auch überlegt, nebenher ein Geschäft anzufangen oder ich mache es ja hauptberuflich, meldet euch einfach bei mir. Jetzt ist
das hier dunkler. Dass wir etwas länger blenden. So. Meldet euch bei mir und ich kann euch alle Fragen beantworten, wie das abläuft. Ihr könnt wirklich für 38 Euro kriegt ihr eine Kreditkarte. Ah, da mal jetzt noch ein bisschen hoch. Eine Kreditkarte, ein eigener Online-Shop. Also, und ihr habt keine jährliche Gebühren. Bei anderen Firmen, die müssen ihren Online-Shop bezahlen. So, bei Unique ist das nur das, was man am Anfang zahlt. Das ist nur, was man am Anfang zahlt. Und was auch ganz toll ist, ich meine, hallo, wer macht das? Wenn ich was verkaufe, kriege ich 3 Stunden später meine Provision. Natürlich auch, wenn ich was für mich selber kaufe. So. Und halt auch der tolle Zusammenhalt, was ich halt auch so toll finde, ist, es geht nicht nur um Geld, sondern es geht auch um was Gutes tun. So. Diesen Kajal. So ein dunkelbrauner nehmen wir heute. Und ein weißer. Weiß an der Wasserlinie. So. So dunkelbraun. Schwarz vermeide ich eigentlich, ist irgendwie schwarz, ist mir zu hart. Und vor allem unter den Wimpern. Also das Auge wirkt viel größer, wenn der Kajalstrich unter den Wimpern ist und auf der Wasserlinie weißer Kajal. Schwarzer Kajal auf der Wasserlinie verkleinert das Auge optisch. So. Deswegen nehme ich hier gern dunkelbraun oder braun einfach. Stifte sind ziemlich weich. Lass es immer hier hinten noch ein bisschen so. Heute machen wir auch, heute ist Freitag, Wimpernprimer. Und drüber die für die. Ist das die normale? So, Highlighter. Brauchen wir noch. So. So, wir machen jetzt diesen Wimpernprimer. Also der ist gut zur Wimpernpflege, hat auch so gebogenes. Aber das finde ich halt toll, der tut nochmal Länge dazu zu den Wimpern. Nur einmal, also nicht öfters, nur einmal die Wimpern, die werden dann weiß. So, und dann trocknen lassen, bevor ihr die richtige Mascara drüber tut. Er pflegt auch die Wimpern, macht sie kräftiger. Auch die innere mache ich da. Aber ich würde es dann hinterher schon mit dem Wimpernkamm auskämmen. So. So. Jetzt machen wir den Highlighter. Und zwar mit so einem dünne Pinsel an der Auge. So. Hier. Liftet das Auge, lässt es größer wirken. So. Das machen wir jetzt, bevor wir die Augenbraue machen, dass wir die nicht schmieren. Hallo! So, wir nehmen Lidschatten als Highlighter. Immer toll, wenn das so ist. Und zwar dieses Appreciative. So. Wertschätzend heißt es, glaub. So. Machen wir hier schön. Und vor der Augenbraue. Falls wir mit der Farbe in die Augenbraue kommen. So. Machen Highlighter auch auf der Wangenknochen. Direkt
auf der Knoche. Und hier. So, das kann man jetzt alles. So. Mit einem sauberen Puderpinsel wird es jetzt verblendet. Highlighter und Rouge. Lässt sich hier sehr gut verblenden. So. Palette weg. Brauchen wir auch. So, aber jetzt tun wir zuerst mal unseren Wimpernprimer. Deswegen nicht wundern, Wimpernprimer, die Wimpern sind weiß. So, pflegt die Wimpern und gibt Länge. Da lässt sich ziemlich auskämmen. Deswegen habe ich ja gesagt, nur eine Lage. Nicht da jetzt drei Lage Wimpernprimer. Hier unten auch, vorsichtig natürlich. So. Jetzt nehmen wir mal die 4D, öffne die langsam, damit keine Klumpen, also jede Mascara langsam rausziehe. So, wenn wir jetzt zickzack, die Mascara hat Fasern und mit diesem Zickzack und Drehe verbindet die sich mit den Wimpern. Zickzack. Um die Wimpern zu trennen und ich drehe die Mascara. Die Bürste, nicht die Mascara. Jetzt mache ich drei Lage, lass aber jede Lage zwischendrin trocknen. Kämme sie aus und mache die nächste. Auch mit dem Auskämmer oder so. Ihr kämmt da nicht die Fasern raus. So. Zickzack. Und drehen. Und während die einzelne Schichte praktisch trocknet, mache ich so lange meine Augenbraue oder Lippe oder. Dann passiert es auch ruckzuck, weil ich zwischendrin andere Tätigkeiten ausführen, weil vielleicht mancher denkt, oh Gott, und dann trocknen lassen und noch auskämmen. So, jetzt lassen wir das trocknen und mache einfach so lange die Augenbrauen. Und zwar bevorzuge ich dieses Puder. Ist auch wisch- und reibfest und wasserfest. Jetzt muss ich nur meinen Pinsel finden. Hier. Mit so einem Pinsel, der hat hier hinten sowas. Macht er leicht hinein und mach von unten praktisch die füll einfach nur die Lücke auf mit kleinen Striche, dass ein bisschen in den Spiegel gucke. So, da steht nicht dran, weil ich hier alles so dunkel sehe im Handy. Einfach nur die Lücke auffülle. Und ich habe auch irgendwie lange Augenbraue Haare, so blöd wie es klingt. Und die sind dann einfach in Form, wenn ich das mache. So. Ich werde es einfach mit dieser Bürste, ja, Bürste, so verblendet. Hier auch. Ist der Oktober zu Ende. So schnell gange irgendwie. Echt. Die Zeit, ich bin sowieso, wenn man Kind hat, und mein Sohn ist 16, aber ich denke, wo ist die Zeit hin, wo der noch winzig war. So. So, und jetzt einfach diesem hier verblenden. Verblende oder ver. Ja, verblende. So. Jetzt machen wir die zweite Schicht 4D. Hier müssen wir auch etwas verblenden. Das sind nicht so Red Nose Reindeer.
So. So. Sauerei weg mal. So. Mal die zweite Schicht. Zickzack. Rollen, rollen, rollen. So, ja auch. So, wir machen ja heute ja roter Lippenstift. So, wo ist der? Jetzt muss ich erst suchen. Loaded Flaunty. So. Well. Na. So, hier ist er. Rote Lippe, so jeden Tag, mache ich das nicht, aber irgendwie finde ich, es sieht schon toll aus bei anderen. Ist komisch, man trägt ja auch dunkler Lippenstift, Beerefarbe oder so. Der ist wirklich knallig, knallrot. So, mache aber Lip Liner. So. Bin der Ausmaler. Knallig, oder? Ganz so. Jetzt machen wir noch mal die. Und wenn ihr irgendwas versaut habt mit der Wimperntusche, gar kein Problem, da gehe ich einfach nochmal drüber mit Lidschatten. So. Wir machen langsam auf. Nehme jetzt nur die Wimpern, Spitze. Ja. Entschuldigung, immer noch Huste. Zack, zack, Auge zu. Es gibt noch mal so einen Schwung. Praktisch so. So.
So, jetzt gehen wir überall. Sehe ich, aha, versaut, kein Problem. Jetzt gehe ich einfach nochmal mit dem Lidschatten drüber. Wo ist der Pinsel? Na, blöd. Hier, so ein Pinsel. Ich ja dieses schön hell habe. So. Gehe da einfach zwecks Ausbesserungsarbeit nochmal drüber. Nehmen wir hier noch einen Tupf. So. So, meine Lieben. Ups, ups, ups. Das war wieder eure Iris Riedel von Unique by Iris. Sehe wieder etwas zerstört aus. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Freitag und wir sehen uns am Montag, auch wenn Feiertag ist. Ich bin für euch da. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.